The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Webinar heute Abend. Agina Trader FAQ mit Gilbert Kreuzthaler. Ich freue mich darauf, dass Sie heute Abend die Zeit gefunden haben für ein sehr spannendes Webinar. Ich darf Sie begrüßen im Namen von CapTrader. Mein Name ist Robin von Rekowski und ich habe heute Abend die Freude, dieses Webinar mit Gilbert anmoderieren zu dürfen. Zunächst möchte ich Sie fragen, funktionieren die Ton- und Bildübertragungen? Können Sie dem Bild folgen? Sie sollten jetzt hier die CapTrader.com Homepage sehen. Können Sie mich verstehen? Geben Sie mir doch hier kurz Rückmeldung bitte in der Chat-Funktion. Wunderbar, da kommt schon einiges an Feedback rein. Vielen Dank. Apropos Chat-Funktion, nutzen Sie auch gleich gerne im Webinar die Chat-Funktion, um das Ganze interaktiv zu gestalten. Stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat direkt an Gilbert Kreuzthaler. Und Gilbert möchte heute in diesem Webinar besonders den Fokus setzen auf die Programmierung von Signalen, dass im Agina Trader dann ein Signal programmiert wird, das Ihnen angezeigt wird, wenn am Markt eine bestimmte Situation auftritt, beispielsweise wenn sich der Markt an einem Pivotpunkt befindet und dort dreht, dass Sie sich dies programmieren. Da wird Gilbert gleich ansetzen und eine solche Programmierung mit Ihnen durchführen. An dieser Stelle möchte ich Sie dann auch nicht lange auf die Folter spannen und dann auch den Bildschirm übertragen zu Gilbert. Dann warten wir kurz. Gilbert, so. Kannst du... Kann man mich verstehen? Kann man mich ja. Hören? Wunderbar. Gilbert, ich höre dich. Das sieht gut aus. Ich sehe auch schon deinen Agina Trader. Wunderbar. Fein. Robin, vielen Dank für die Anmoderation. Ich möchte alle hier herzlich begrüßen zum heutigen Agina Trader Question Answer Webinar. Wir haben ja im Agina Trader eine Funktionalität, die ja eigentlich relativ einzigartig ist, den sogenannten Condition Escort, Signal Builder, wie immer man ihn nennen möchte. Und grundsätzlich haben wir ja in letzter Zeit immer wieder schon lange mit CapTrader immer wieder Webinare gemacht, wo es um die Funktionalitäten des Agina Traders gegangen ist. Da haben wir ja schon ziemlich alles, was es irgendwo gibt, durchgekaut. Wir haben ja mal ein Agina Trader Mercury, eine Webinarserie gemacht mit 10 Teilen. Es gibt eine Agina Trader 10 Schritte Serie, wo man zum Anwendungsexperten ausgebildet wird und so weiter, wo relativ viel drinnen ist. Und ich habe mir eigentlich überlegt, dass es ja am meisten Sinn macht, Ihnen die Stärken des Agina Traders zu zeigen. Und die größte Stärke des Agina Traders ist ja eigentlich die, dass Sie als User, sofern Sie natürlich die Andromeda-Version haben, aber auch gut zu sehen, was in der Andromeda-Version möglich ist, weil Sie die Mercury-Version haben, hier sich an Signalen zusammenstellen können, selber bauen können, wenn Sie eine Trading-Idee haben. Ist ja meistens das bei den Usern, den Anwendern, man hat eine Trading-Idee, man möchte die gerne verfolgen, man tut sich aber irrsinnig schwer, die zu verfolgen, und man ist eigentlich permanent immer nur am Screenen oder am Schauen, wo finde ich diese Trading-Idee. Man versäumt sie, man ist nicht in der Lage, hunderte Werte sich anzuschauen, um irgendwann genau diese Trading-Idee zu finden, und dann endet es meistens in dieser Art und Weise, dass man sich nur auf ein, zwei, drei Werte konzentriert, weil es einfach zu viel ist, dass man sich einen Nasdaq 100 permanent anschaut, weil wenn ich mir einen Wert irgendwo anschaue, hier draufklicke, dann ist der irgendwo und ich finde nichts und ich weiß auch nicht, wie ich das interpretieren soll.
Und hier haben wir ja im GinaTrader eine extrem gute Lösung mit den Scannern. Das heißt, dass man ja durch sehr, sehr, sehr viele Werte durchscannen kann. Das ist ja nicht umsonst gebaut worden, diese Funktionalität, genau aus diesem Grund, dass man eben in der Lage ist, seine Signale zu finden, wo immer die herkommen. Wir haben ja einerseits Packages, Add-ons und so weiter. Nicht jeder kann mit solchen Add-ons etwas anfangen, weil wenn man vielleicht seinen eigenen Trading-Stil hat, auf eigene Signale schaut und möchte sich dann sein eigenes Signal programmieren. Und üblicherweise ist es ja, dass man dann sich jemanden sucht, einen Programmierer sucht, dem irgendwie versucht zu erklären, jetzt hätte ich gerne dies und das umgesetzt, weil ich das möchte, nach dem möchte ich gerne scannen. Und das ist meistens ein sehr komplizierter Vorgang, um das jemandem zu erklären, sofern man selber nicht programmieren kann. Dafür haben im Machine Trader eben genau diesen Condition Escort gebaut, beziehungsweise dann in weiterer Folge auch den Setup Escort, dass eigentlich jeder, der weiß, was er möchte, der Indikatoren interpretieren kann, der weiß, wie eine Candle ausschaut, wo das Open, wo das Close ist, wo das Low ist, wo das High ist und so weiter, sich hier einen SMA weiß und die ganzen Indikatoren, die wir drinnen haben, oder sehr viele Indikatoren weiß zu interpretieren, da vielleicht die Möglichkeit sieht, sich hier seine eigenen Signale einerseits zu programmieren, andererseits vielleicht auszutesten und so weiter. Und das sind ja meistens sehr langwierige Prozesse, um wirklich sein Signal zu finden und das aber auch bestätigen zu lassen, dass dieses Signal auch funktioniert. Und in diese Richtung werden wir jetzt dann weiter auch vorgehen, auch in Zusammenarbeit mit CapTrader, dass wir jetzt die nächsten Fragen und Antworten Webinare genau in diese Richtung auch vorantreiben werden. Natürlich sind Fragen rund um den GinaTrader immer wieder willkommen und wir können immer den Anfangsteil so gestalten, dass Sie Fragen stellen können zum allgemeinen Dingen des GinaTraders, auch während der Session Fragen stellen können, die ich dann versuche am Ende zu beantworten. Aber ich werde mich jedes Mal um ein Signal kümmern, dass wir hier zusammen im Condition Escort umsetzen, damit Sie auch sehen, wie der Condition Escort auch funktioniert und wie einfach es eigentlich ist, hier Signale zu programmieren. Was ich auch machen möchte, ist, ich möchte Sie herzlich dazu einladen, dass Sie vor diesen Question-Answer-Webinaren auch Ihre Signale, die Sie gern vielleicht programmieren möchten, aber nicht wissen, wie sie umzusetzen sind, im GinaTrader vielleicht schon probiert haben, mit dem Condition Escort herumzuspielen, vielleicht aber auch daran gescheitert sind oder nicht wirklich zu dem Ergebnis gekommen sind, das sie haben möchten, dass sie im Vorfeld dieses Webinars an CapTrader oder an uns eine E-Mail schicken, wo sie ihr Signal so weit als möglich gut beschreiben. Und wir können uns dann jeweils eines herausziehen und eines dieser Signale dann, das es interessant klingt, auch vor Publikum mehr oder weniger umzusetzen. Also das ist so die Idee für die nächsten Fragen-Antworten-Webinare, die wir mit CapTrader umsetzen werden. Wir haben ja jedes Monat einmal dieses Fragen-Antworten-Webinar und genau das macht eigentlich Sinn. Alles andere ist ja schon auf Video gebrannt, das kann man sich alles anschauen. Und aber diese Programmierungen, diese Signale, die sind natürlich immer einzigartig für jeden, wie man das umsetzen kann. Und hier, wie gesagt, bieten wir jetzt in Zukunft an, Sie schicken uns, wenn Sie eine Frage haben oder ein Signal umgesetzt haben möchten, ganz einfach das an CapTrader zu oder an uns zu und wir werden das dann versuchen, eines davon, natürlich können wir nicht alle, wenn mehrere reinkommen, eines davon einfach umzusetzen. Es ist natürlich hier, geht es darum, dass wir
diese Signale umsetzen können. Das heißt, die man mit dem Condition Escort auch programmieren kann. Es gibt natürlich sehr viele Dinge, die lassen sich, also ganz die speziellen Dinge, die lassen sich mit dem Condition Escort nicht umsetzen. Und hier werden wir heute Folgendes machen, und zwar das heutige Signal, das wir programmieren werden, ist ganz einfach in diese Richtung gehend. Und zwar, ja, ich habe hier schon eingeblendet, und zwar wir befinden uns hier in der ADI beziehungsweise im NASDAQ, und Sie sehen hier die Pivotpunkte, die hier im China Trader schon eingeblendet sind im Chart. Das heißt, ich nehme mal an, den meisten von Ihnen sind die Pivotpunkte ein Begriff. Das sind Punkte, die sich aus dem Vortag errechnen und die auf den nächsten Tag projiziert werden. Und da ergeben sich immer wieder bestimmte Marken heraus. Ich gehe jetzt nicht genau ein, wenn Sie nicht genau wissen, was die Pivotpunkte sind, so würde ich Sie bitten, dass Sie es das einfach im Internet oder beziehungsweise auch uns. Wir haben die auch hier drinnen ohne Hilfe Indikatoren, und dort drinnen ist genau beschrieben, was ein Pivotpunkt genau kann, wie der berechnet wird und so weiter. Aber grundsätzlich sind das Punkte, bei denen sich die Märkte sehr oft fangen beziehungsweise treffen beziehungsweise umkehren. Wie Sie zum Beispiel jetzt hier sehen, liegt der Hauptpivotpunkt hier genau an dieser Linie, und der Markt ist hier heruntergekommen, hat hier gedreht und geht jetzt Richtung fallende Kurse. Und genau so etwas kann man natürlich dann auch versuchen abzufangen. Das heißt, wenn der Markt von oben kommt und hier in diesem Bereich hier dreht und man hier ein Reversal bekommt, dann hat der Markt vielleicht eine Chance, dass er in die Long-Richtung weitergeht und so weiter. Das heißt, hier nun ein ich programm dass der Sinn dieses Webinars ist, dass Sie sehen, wie Sie mit dem Condition Escort umgehen. Das wird heute auch der Ansatz sein, den ich versuche hier umzusetzen mit Ihnen. Ob das jetzt dieses Signal dann wirklich Sinn macht oder nicht, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall werden wir hier versuchen, genau solche Situationen zu erkennen. Das heißt, wenn der Markt sich in diesem Bereich hier befindet, beziehungsweise in einen dieser Bereiche hier kommt, dass man hier ein Signal bekommt, sofern der Markt von oben auf diesen Bereich hier kommt, auf diesen Pivotpunkt hier kommt und hier wie mit dieser Kerze ein Reversal vollzieht. Das heißt, wir haben hier die Linie, der Markt kommt von oben, wir haben hier einen grünen Reversal-Part direkt am Pivotpunkt. Genau so ein Signal versuchen wir uns heute zu programmieren über den Condition Escort. Grundsätzlich, ich schaue jetzt mal rein, ob es Fragen gibt. Wenn man die aktuelle Kerze mit dem Strike-Feld in der Mitte zieht und anschließend in die Listchart-Gruppe auf ein anderes Anlegen schaltet, dann wieder zurück, so ist das schon im Strike-Feld wieder zurückgesnippt. Also, da würde ich Sie bitten, wie kann man einstellen, dass die aktuelle Kerze in der Mitte bleibt und auch die Listchart-Gruppe hin und wieder zurückschalten kann? Also das. Das ist eine Frage, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie Sie das wirklich meinen. Da wäre es gut, wenn Sie, machen Sie bitte eines, schreiben Sie genau das an unseren Support mit einem Bild dazu, damit man auch wirklich sieht, was Sie hier meinen, Herr Peter. Das ist natürlich jetzt schwierig, ich kann es nicht hundertprozentig verstehen, auf ein anderes Underline schaltet und wieder zurück zum ursprünglichen Underline. Das ist so ein Strikefeld. Ja, machen Sie das bitte. Schreiben Sie das ganz einfach. Der Support schaut sich das an. Einen Screenshot dazu, und ein Bild sagt meistens mehr als 1000 Worte, und Sie bekommen dann auch eine Antwort zurück. Vielen Dank.
Anzeigen von Kurs und den RSI-Divergenzen möglich. RSI-Divergenzen gibt es, soviel ich weiß, eine automatische Errechnung von RSI-Divergenzen wird in einem Add-on, soviel ich weiß, von Alco Quantix behandelt, aber wir haben das nicht im RSI-Indikator drinnen. Das heißt, grundsätzlich möglich, ja, auf jeden Fall, kann man sich auch selber programmieren, aber in den Standardindikatoren sind Divergenzen auf RSI nicht abgebildet. Okay. Zur Frage, bei welchen Brokern kann man Agena nützen? Ich bitte hier zu berücksichtigen, wir haben hier ein Webinar mit CapTrader. Und wir werden hier uns mit CapTrader, also ich kann hier CapTrader empfehlen an dieser Stelle. Okay, gut. Dann würde ich Sie bitten, bei dieser Frage bitte auf unsere Homepage schauen. Dort sind die ist alles gelistet, was man rund um den Agena-Trader bzw. Anbindungen wissen möchte und wissen kann. Okay, vielen Dank. Gut. Dann fangen wir an, und zwar hier mit der Umsetzung unseres Signals. Das heißt, noch einmal, der Anspruch unseres Signals ist folgender, und zwar, dass der Markt grundsätzlich von oben kommt. Ich schalte mal hier das Freihandzeichen ein. Der Markt soll von oben kommen. Und soll hier am Pivotpunkt, in diesem Bereich hier, eine Umkehrkerze machen, ähnlich wie dieser Kerze. Das heißt, der Schlusskurs soll sich, und zwar, es gibt ja den ADR-Indikator, den will ich Ihnen gleich zeigen. Der Schlusskurs der Kerze soll sich ungefähr in diesem Bereich hier bewegen. Das heißt, grundsätzlich die Kerze soll sich in diesem Bereich hier bewegen. Es ist ja nicht immer so, dass da genau am Pivotpunkt gedreht wird oder sich der Markt oft dreht, sondern rund um den Pivotpunkt. Der Pivotpunkt ist eine Marke. Dort passiert meistens was, aber nie punktgenau. Das heißt, wir machen Folgendes, und zwar, dass wir sagen, die Entfernung von hier, vom Pivotpunkt bis zum Schlusskurs hier, beziehungsweise von hier zum Schlusskurs in diesem Bereich, das soll ein ATR sein. Ungefähr ein ATR. Ich werde, wenn noch Zeit bleibt, komme ich dann noch zurück, wie man es dann programmiert mit einem halben ATR, weil ein ATR ist relativ viel. Das heißt, hier soll eine Der Markt soll von oben kommen, soll hier drehen. Dasselbe werden wir dann auch versuchen, zum Beispiel auf dem S1 zu machen. Das heißt, wenn hier in diesem Bereich eine Umkehrkerze, jetzt gut, eine andere Farbe zu nehmen, sieht man dann besser. Aber ungefähr, wenn hier auch an diesem Punkt auch eine Umkehrkerze kommt, das ist dann der zweite Schritt, den wir machen, dass wir sagen, wir gehen nicht nur auf den Main Pivot Point los, sondern wir gehen auch auf S1 bzw. R1, das heißt Support 1, Resistance 1, und so weiter auch los. Das heißt, wir werden grundsätzlich mal anfangen mit diesem da und werden das dann im zweiten Schritt ausdehnen, um auch an diesen beziehungsweise an diesem Punkt hier ein Reversal zu finden. Das heißt, grundsätzlich ein Long-Signal, wo der Markt sich hier von oben kommend hier ein kurzfristiges Umkehrsignal ausbildet. Okay. Dann fangen wir damit an. Und zwar Strategien. Wir gehen in den Condition Escort. Noch einmal, um das mal kurz herzuzeigen, wie man da hinkommt. Man geht auf Strategien. Sie finden hier den Condition Escort. Klicken hier drauf. Und Sie finden hier eine Umgebung, eine sogenannte Programmierumgebung, wo Sie aber nicht programmieren können müssen, sondern wo Sie alles über Drag and Drop hier sich zusammenbauen können.
Sie sehen hier im Condition Escort einerseits bestehende Conditions, die wir schon vorgebaut haben. Das heißt, wenn Sie sich den Agena Trader installieren und die Andromeda-Version haben, dann können Sie sich schon verschiedenste Signale anschauen, wissen auch, wie die ungefähr zusammengebaut sind und können sich hier schon einmal ein paar Ideen holen, wie man im Agena Trader über den Condition Escort programmieren kann. Das heißt, hier sind einige Dinge schon vorprogrammiert und nur sich um die Ideen holen. Das sind natürlich keine Signale, die Sie jetzt schon handeln können und sagen, okay, das ist es und jetzt kann ich da loslegen, sondern das sind mal gute Beispiele, wo Sie sehen, was man im Agena Trader alles machen kann. Und Sie sehen zum Beispiel auch hier an diesen Bollinger RSI-Signalen, dass hier doch eine sehr komplexe Programmierung möglich ist und man hier doch relativ viel schaffen kann, rein nur über die Signale, die man sich hier über den Condition Escort zusammenbaut. Man kann hier arbeiten mit Datenserien, das heißt Open, High, Low, Close, Volumen, Volume, Median, Weighted und so weiter. Also, da gibt es relativ viele Möglichkeiten, die man sich hier auswählen kann. Wir haben hier alle Indikatoren drinnen, die wir im Agena Trader anbieten, mit denen man natürlich auch arbeiten kann. Wir werden uns heute den Pivot-Indikator aussuchen. Die Prämien-Indikatoren, die bekommt man über die Zusatzpakete dazu. Programmierte Indikatoren können sein, die Sie selbst programmiert haben, beziehungsweise die Sie auch über Add-ons reingeladen haben und so weiter. Das heißt, alle Möglichkeiten, Conditions, wie gesagt, die haben wir uns schon vorhin schon angesehen. Da werde ich Ihnen auch zeigen, wie man das auch einsetzt danach und so weiter. Das heißt, hier haben Sie die komplette Palette an allen möglichen Kriterien, Indikatoren und so weiter, die man sich im Agena Trader auswählen kann und die man in das Chart legen kann. Unter anderem den sogenannten Pivot Point Indikator, aber auch den ATR-Indikator, den wir auch dafür brauchen. Ich lege den ATR-Indikator mal kurz hinein, damit Sie auch verstehen, was der genau macht. So, Doppelklick, okay. Und Sie sehen hier den ATR-Indikator. Was macht dieser ATR-Indikator? Der misst die durchschnittliche Range, Average True Range dieser vergangenen Kerzen. Das heißt, in dem Fall wird er relativ eng, weil der Markt hier sehr kleine Kerzen produziert. Und in dem Fall geht er aber rapid nach oben, weil hier der Markt große Kerzen ins Chart gelegt hat. Das heißt, das ist die Ausdehnung der letzten 20 Kerzen, wie Sie hier sehen, oder der letzten 14 Kerzen, die wir hier haben. Wir können hier auch einstellen, zum Beispiel der letzten 20 Kerzen. Und dann sehen Sie auch, dass sich hier dieser Wert auch verändern wird. So, leichte Veränderung. Natürlich, je weiter man zurückgeht, kommt man hier dann in einen Bereich, wo sich schon historische Kerzen aus diesem Bereich auch dazu mischen. So, okay. Aber das ist grundsätzlich jetzt die Herausforderung, dass wir sagen, wir möchten genau den Abstand, der hier gezeigt wird, uns immer an den Markt anpassen. Haben wir eine ruhige Phase, dann wissen wir, die Kerzen sind eher klein. Haben wir oder der ATR ist weiter unten, haben wir eine hochvolatile Phase mit großen Kerzen, mit langen Kerzenkörpern, dann steigt der ATR wieder an. Das sieht man auch hier sehr schön, dass wir genau in diesem Bereich verzögert natürlich ein bisschen, der ATR steigt, weil wir hier diese Kerzen haben. Und ja, hier in dem Bereich wieder sieht man, der Markt hat sich schon langsam hier mit kleinen Kerzen hier angenähert an diesem Bereich und deswegen sind wir im ATR weiter unten. Das heißt, der ATR ist sehr gut heranzuziehen, um Distanzen zu messen, die sich an den Markt anpassen. Okay, dann legen wir mal los. Schauen wir uns an, wie wir genau so eine Kerze hier erwischen können, die sich hier in diesem Bereich hier befindet und um den Pivot Point, um den Main Pivot Point hier eine Umkehrkerze baut.
Nicht direkt am, sondern kann auch darunter sein bzw. drüber sein. So, gut, dann fangen wir an damit. Strategien, Condition Escort. Wir legen jetzt eine neue Condition an und die nennen wir Pivot Reversal Long. Das heißt, wir wollen hier ein Long-Signal generieren und das gibt man auch ein. Das heißt, wir wollen hier ein Long-Signal generieren. Das hat auch den Zweck, dass Sie hier im Chart dann auch ein Long-Signal sehen. Das heißt, ein grünes Signal, das in die Long-Richtung deutet. Wenn man hier Short eingeben würde, dann sehen Sie, wird die Farbe rot und das würde man dann auch hier im Scanner dann auch als rotes, als Short-Signal sehen. Wir gehen aber hier auf die Long-Seite. Wir wollen den Markt, der von oben kommt und am Pivot Point eine Umkehr macht. So, damit haben wir das grundsätzlich mal eingestellt. Hier, man kann hier noch eine Kategorie eintragen. Wir tragen ein, wir haben schon eine vorgefertigte Kategorie, die heißt Pivots. Die kann man sich natürlich auch selber eine Kategorien hier eintragen dann. Aber dass sie auch richtig zugeordnet ist, dass man, damit man sie später auch findet in dieser Kategorie hier, kann man hier schon die Kategorie eintragen. Das heißt, wir haben grundsätzlich mal einen Namen vergeben und eine Kategorie vergeben. Man kann hier noch eine Beschreibung eingeben, einen Prosatext eingeben, was das Signal genau macht. Machen wir jetzt nicht, sondern gehen wir jetzt hierher. Was wollen wir erreichen? Wir haben hier den Pivotpunkt in diesem Bereich und wir wollen innerhalb eine Kerze, die innerhalb dieses Bereiches schließt, hier ungefähr ein ATR überhalb des Pivot Points und ein ATR unterhalb des Pivot Points, hier wollen wir eine Umkehrkerze erwischen. Das heißt, wir schauen mal grundsätzlich an, wo ist der Schlusskurs? In welchem Bereich ist er? Liegt der Schlusskurs der Kerze innerhalb dieser Bewegung oder innerhalb dieser Range hier? Wir ziehen uns den Schlusskurs hier runter, das Close. Muss ich gleich dazu sagen, ein Signal, das geht schon ein bisschen weiter in die Programmierung hinein, aber es ist ein gutes Signal. Sie können sich das ja später noch genauer anschauen, weil ich jetzt nämlich schon zu einem nicht ein Indikator runterziehe und sage, wenn der Indikator hier oder da, sondern wir gehen ja bereits über die mit der Range hier und das heißt, wir müssen hier einen Bereich definieren und dafür gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben einerseits die einfache Berechnungsbett beziehungsweise das erweiterte Berechnungsbett. Nur, dass Sie sehen, dass man hier auch mit Distanzen rechnen kann. Das heißt, ich ziehe das hier runter und das Erste ist, dass wir gewährleisten, dass der Schlusskurs eine bestimmte Distanz innerhalb einer bestimmten Distanz überhalb des Pivot Points liegt. Wir sagen hier, der Schlusskurs muss kleiner sein als diese grüne Linie, die wir vorhin hier gezeichnet haben. Ich mache jetzt eins, ich mache das ein bisschen größer, damit man es auch ein bisschen besser sieht. So, okay. Das heißt, wir haben hier die grüne Linie, die wir vorhin eingezeichnet haben. Und der Schlusskurs soll hier darunter liegen. Wie kommen wir zu dieser grünen Linie? Hier haben wir gesagt, das soll ein ATR über dem Pivot Point sein. Eine Average True Range. Das heißt, wir ziehen uns mal den Pivot Point Indikator herein. Wo ist er? Wo ist der Pivot Point? Und ziehen den hier jetzt darüber. Und jetzt haben wir schon, wie man sieht, hier an den
Parametern kann man definieren, um welche Linie es sich handelt, welche wir checken wollen vom Pivot Point. Das heißt, das ist hier der Pivot Point, der PP, und genau den wollen wir uns anschauen. Wenn wir uns den Support 1 anschauen möchten, dann müssten wir hier auf True stellen. Ist aber nicht. Wir wollen uns grundsätzlich mal diese Linie anschauen, die hier passiert, wo sich der Markt hier drehen kann. Oder wo wir ein Signal haben möchten. So, jetzt im einfachen Berechnungspad haben wir die Möglichkeit, jetzt hier auszuwählen, dass wir sagen, ich kann hier plus, minus, mal und dividiert eingeben. Wir gehen jetzt davon aus, dass man hier eingibt plus und jetzt noch die ATR dazu zieht. Erkläre ich gleich. Das heißt, wir haben hier eingestellt ATR 14. Wir können hier natürlich jetzt auch verstellen ATR 20. Sie haben immer oben die Möglichkeit, wenn Sie hier draufklicken auf den, bekommen Sie zum jeweiligen Indikator immer die Auswahlmöglichkeiten bzw. die Parameter, die man einstellen bzw. verändern kann. Jetzt haben wir das hier eingegeben, dass wir gesagt haben, dass der Schlusskurs muss kleiner sein als der Pivot Point, das heißt der da, plus eine ATR. Und zwar auf die letzten 20 Kerzen. Das heißt, es ergibt sich hier aus der ATR, wie man sieht, eine Distanz, die in dem Fall hier ganz oben 0,1196 ist. Das heißt, es würde zu diesem Zeitpunkt, wenn das Signal hier berechnet wird, in diesem Bereich, ist die obere Linie, dass man sagt, die Kerze muss sich innerhalb in diesem Bereich befinden. Dieser Kurs, das heißt der Preis des Pivot Points plus eine ATR plus 0,196 haben wir gesagt, oder 1,2,0, irgendwas in diese Richtung, würde hier diese obere Linie sein. Das heißt, wenn sich der Schlusskurs hier in diesem Bereich befindet, dann wäre das erste Kriterium mal wahr. Ist aber natürlich so, und dadurch, dass die obere Linie hier berechnet wird, würden, wenn man jetzt nicht auch nach unten begrenzt, würden alle Kerzen, die jetzt darunter einen Schlusskurs haben, alle hier angezeigt werden. Ich werde Ihnen dann zeigen, wie man dann dazu kommt, oder wir können jetzt das gleich auch mal im Chart anschauen, wie dieses Signal hier grundsätzlich bis jetzt ausschaut. Wir sagen mal übernehmen. Er kompiliert. Wer klickt? So. Pivot Reversal Long, das ist genau das, was wir jetzt programmiert haben. So, gehen wir den nächsten Schritt. Schauen wir uns das mal an als Indikator. Da haben wir die ganzen Conditions drinnen. Und dann sieht man auch, wie sich das Signal immer und mehr und mehr, je mehr wir hier hinzuholen an Kriterien, immer mehr und mehr reduziert. Wir nehmen, was sind wir? Price, 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 das ist hier, nehmen den hier dazu als Indikator. Doppelklick. Jetzt klickt er rüben. Sagen hier, okay. Damit sieht man, dass in diesen Bereichen hier, wo wir auf 1 sind, das jetzige Kriterium zutrifft. Das heißt, wir liegen unter dieser Linie. Schlusskurs ist drunter, wir haben hier 1. Schlusskurs ist drunter, wir haben hier 1. Drunter, drunter, drunter. Wir sind jetzt über dieser Linie hier. Also nicht über der Pivot Point Linie, sondern über der Range, die wir eingestellt haben. Das heißt Pivot Point plus ein ATR darüber, und wir sind jetzt hier auf 0, das heißt, trifft hier nicht zu. Der Markt kommt wieder runter, schließt wieder ab einem bestimmten Zeitpunkt unter dieser Linie, und wir bekommen hier wieder das heißt, die Range wird wahrscheinlich ungefähr hier liegen.
schließt darunter und wir bekommen genau diese Werte hier wieder rein mit plus 1. Okay, aber mit 1. Das heißt, hier ist die Condition wahr und trifft zu. Macht natürlich noch keinen Sinn. Wir wollen ja die Ausdehnung haben von hier bis hierher, wo wir einen Schlusskurs hier drinnen haben und nicht darunter und nicht darüber. In dem Fall werden wir natürlich relativ viele Signale wieder bekommen, aber in vielen anderen Fällen, die wird sich dann reduzieren. So, das heißt, wir geben jetzt das ein, dass man hier im Agena die untere Begrenzung programmiert im Condition Escort. Wir gehen wiederum auf das Close. Wir geben jetzt ein, und wenn der Kurs größer ist als die untere Linie, das heißt ein ATR minus, Pivot Point minus ein ATR, dann landen wir, ist ungefähr die Linie hier. Genau diese Kerzen möchten wir jetzt rausfinden. Das heißt, wir geben hier wiederum ein. Einfache Berechnung. Wir wählen hier wieder den Indikator aus. Minus jetzt. Wir haben vorhin Plus gehabt. Wir gehen jetzt hier auf Minus. Wir wollen ja diese Linie minus ein ATR feststellen. Wo sind wir wieder mit dem ATR? So. Okay, wieder gehen wir wieder in den ATR 20. Ist ein bisschen genauer. Ja, damit haben wir eigentlich das zweite Kriterium gemacht. Das heißt, das erste war der Schlusskurs kleiner dieser Linie. Der zweite ist der Schlusskurs größer dieser Linie. Übernehmen. Wir machen jetzt ein Reload. Schauen wir uns vielleicht noch kurz an, wie das die Signale hier unten ausschauen. Daten neu laden. Das heißt, es hat sich jetzt einmal massiv geändert. Wir haben jetzt hier natürlich schon ziemlich stark eingeschränkt, dass man Signale in diesem Bereich bekommen würde, Signale in diesem Bereich bekommen würde, Signale in diesem Bereich bekommen würde. Das heißt, hier liegen, wenn immer der Indikator hier 1 anzeigt, liegt man innerhalb dieser Range des Pivot Point Indikators. Ja, das heißt, jetzt geht es eigentlich darum, dass wir sagen, wir möchten gerne ein Reversal hier feststellen. Dazu können wir Folgendes machen, und zwar, wir haben schon vorgefertigte Reversal Bar. Conditions. Wenn man sich jetzt den hier anschaut, zum Beispiel, das ist ein Reversal Long Green Bar, das heißt, das wäre eigentlich, dürfte sich hier ausgehen, wir können mal hier reinlegen, wann immer einer dieser Indikatoren oder dieser Conditions hier zutrifft, wir haben hier den Reversal Long Green Bar und den Reversal Long Red Bar. Zeige ich Ihnen gleich, was das bedeutet auch, und zwar Conditions. Wir gehen hier auf die Reversal Bars, legen uns Long Green Bar, Long Red Bar hinein. Zeige Ihnen gleich, was die machen. So. Okay. Das heißt, wir sehen jetzt Long Green Bar. Das heißt, diese Umkehrkerzen
Man bekommt hier schon die Signale. Wir bekommen auch hier ein Signal von dem, den wir auch vorhin auch angehört haben. Also nach diesem Kriterium, wie wir das ausprogrammiert haben, würde das hier ein Signal sein, diese Kerze. Wir bekommen hier grundsätzlich ein Signal rein nur aus diesem Long Bar. Oder wir haben hier einen roten Bar, wenn man uns den anschaut, Reversal Bar. Das heißt, der hat ist eine rote Kerze, einen roten Körper und die hier haben grüne Körper. Das heißt, man kann natürlich hier noch um einiges, wir finden zum Beispiel diese Kerze nicht, da müsste natürlich das Kriterium noch ein bisschen verändert werden, um das hier auch rauszufinden, um dieses Signal auch rauszufiltern. Man kann sich dann mit den bestehenden Signalen auch ein bisschen spielen, indem man sich die anschaut, wie die funktioniert und dann hier zum Verändern anfängt, beziehungsweise zum Beispiel hier sagt, ich möchte genau diesen Wert verändern auf 0,65 zum Beispiel. Das heißt, wenn der Körper 65% der Gesamtkerze hat, wird auch noch eingenommen. Also auf das gehe ich jetzt nicht so sehr ein, nur das verändern wir jetzt mal. Sagen hier Close, speichern auch das ab. Laden die Daten neu und wir bekommen jetzt schon mehrere Signale hier angezeigt, aufgrund dieser Veränderung, die wir gerade durchgeführt haben. Das heißt, man kann sich natürlich auch die bestehenden Signale oder Conditions in diese Richtung hinab ändern, wenn man eine wiederverwenden möchte oder gleich eine selbst eine programmieren nach eigenen Wünschen. Okay, gehen wir wieder zurück auf Pivot. Jetzt möchten wir gerne genau diese Kerzen, diese Signale, die wir hier sehen, auch mit einbinden. In das Signal. Das heißt, wir wollen ein Reversal sehen einer einzigen Kerze. Und das bringt man jetzt so zustande, indem man jetzt diese Condition aufmacht. Wir gehen auf die Reversals und laden uns die beiden hinein. Und zwar hier gehen diese, wenn man eine Condition auswählt, das heißt, es ist kein Indikator, sondern das ist genau so eine Condition, die wir schon hier haben, die geben immer eins aus, 1 oder 0. Das heißt, hier kann man sagen, wenn es größer 0 ist oder wenn es 1 ist, wir gehen mal jetzt hier auf größer 0, das ist sicherer. Geben hier den Wert ein. Wenn größer 0, nehmen aber auch das Reversal Bar rot, long red, ziehen Sie herunter, geben hier auch Anzahl 0 ein. So, jetzt, wenn dieser oder dieser hier zutrifft, dann ist die Gesamtbedingung auch wahr. Das heißt, jetzt würden wir genau in dem Bereich sein, dass wir ein Signal bekommen sollten mit dieser Kerze, weil sich die innerhalb dieser Range hier befindet. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Einen Moment. So, jetzt laden wir wieder nach. Ich schiebe das Ding mal weg, damit man sieht, was sich hier unten dann verändert oder hauptsächlich an dieser Linie hier verändern wird. Das heißt, wir würden wirklich die Signale bekommen, die hier in den Reversal Bar in diesem Bereich hier zeigen. Wir laden hier. Moment mal. Reversal long green.
Das ist jetzt Reversal. So bekommen wir hier keinen. Richtig. Das ist hier, jetzt sind wir auch dort, wo wir, gehen wir mal das raus da, entfernen, entfernen, übernehmen. Jetzt war ich zu hastig. Jetzt war ich zu hastig. Man sollte diese Signale immer vorher ausprogrammieren, Daten neu laden. So, und jetzt sieht man, dass wir genau diese Signale hier bekommen in dem Bereich. Das heißt, wir haben hier ein Signal, wir haben hier ein Signal, das sind genau diese Umkehrformationen. Schauen wir es uns mal auf einem anderen Wert an. Gehen wir mal von dem hier weg, weil hier haben wir schon einiges herumgemalt. Gehen wir zur Engine. Hier sieht man auch, nehmen wir die unten raus. So, und hier sieht man genau diese Signale, die befinden sich in diesem Bereich, in diesem Range-Bereich um den Pivot Point. Heißt natürlich noch lange nicht, dass das wirklich was kann, aber man sieht relativ gut in dem Bereich, wie man sich seine Signale zusammenbauen kann. Jetzt wollen wir aber auch die roten Umkehrstäbe rausfiltern. Das haben wir gerade vorhin rausgenommen. Gehen wir auf den Condition Escort. Und jetzt kommen wir in die nächste Stufe. Und zwar gehen wir auf die Pivots. So, jetzt wollen wir auch die Long Green, auch die Long Red dazu holen. Das ist natürlich jetzt, entweder ist ein Reversal Bar, ist er grün oder ist er rot. Das heißt, wir haben es genau gesagt, oder er ist grün oder er ist rot. Und genau das fehlt hier, weil in dem Fall sind noch alle Bedingungen, alle Kriterien hier auf und miteinander verknüpft. Wir wollen aber sagen, die beiden müssen zutreffen und der oder der nächste. Das heißt, wir holen uns jetzt den Indikator rein, die Condition. Reversals. Red Bar. So. Und der soll rot werden. Das heißt, wenn er rot ist, größer 0, dann trifft das zu. Und jetzt sind wir wieder genau dort, wo wir vorhin waren, wieso, dass wir kein Signal bekommen haben, weil jetzt natürlich alle vier Kriterien nie zutreffen können, weil entweder sind wir long green oder long red. Beides geht nicht. Entweder ist es eine grüne oder eine rote Kerze. Das heißt, wir müssen hier jetzt mit Zusatz, mit Klammerungen beginnen. Und das geht unter erweitert. Das heißt, wenn man hier draufklickt, Sie sehen, kommen zusätzliche Spalten hinzu. Das heißt, hat man ja in der Mathematikstunde in der Schule gelernt, Klammerungen zu setzen, kommt jetzt hier genau ins Spiel, indem man hier, man muss es nicht, aber zur Übersichtlichkeit ist es besser, wenn man es so macht jetzt, dass ich jetzt die oberen beiden Kriterien und die unteren beiden Kriterien miteinander verknüpfe. Jetzt setze ich hier eine Klammer. Wählen hier aus und setze hier auch eine Klammer. Das heißt, was bedeutet das jetzt? Die oberen beiden Kriterien gehören zusammen. Das heißt, wenn ich innerhalb der Range bin, oben und unten, dann ist das mal ein Kriterium. Jetzt gebe ich ein und dazu. Und sagt, wenn jetzt die Gesamtheit der nächsten Klammerung auch richtig ist, dann trifft das Gesamtkriterium zu. Und hier müssen wir aber oder einfügen. Das heißt, das obere Kriterium geht von hier bis hier,
dass wir sagen, wenn die beiden Kriterien zusammentreffen, innerhalb der Range von überhalb des Pivot Points und unterhalb des Pivot Points und oder, also und, wir haben es mit einem Long Reversal zu tun, Green Bar oder Long Reversal Red Bar zu tun. Einer der beiden trifft zu, beide können nicht zutreffen. So, jetzt haben wir genau das. Das heißt, wir haben jetzt zwei Kriterien, die sind geklammert und beide Kriterien müssen zutreffen. Zur Frage, für die Klammerung müssen die Ausdrücke untereinander stehen. Eigentlich schon, also klar, es muss immer von hier bis hierher gehen, das ist eine Klammer, sonst weiß das System nicht, wie sie geklammert werden müssen. Dahinter steht ja dann im Endeffekt auch Programmiercode, der einem genau nach dem geht. Das heißt, die in eine Klammer gehören, die müssen untereinander natürlich stehen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, mehrfach Klammern zu setzen. Das heißt, grundsätzlich auch dann wirklich bis zu vier Klammern zu gehen, wo Sie dann wirklich sehr komplexe Signale programmieren können. Würde aber heute zu weit führen. Das heißt, wir sind jetzt mal hier, haben die Signale rund um den Pivot Point, sagen, okay. Daten neu laden. Jetzt müssen wir den. Okay, da ist er, ja. Und damit sehen wir genau jetzt auch diesen roten. Schauen wir uns den nochmal an. Jetzt ist auch dieser rote hier hinzugekommen. Das heißt, wir haben hier den grünen und wir haben hier den roten. Und das nochmal über den Condition Escort. Unser Signal. Ist innerhalb der Range. Das heißt, andere Umkehrsignale werden nicht gefunden. Die müssen innerhalb dieser ATR-Range sein, über den und unter dem Pivot Point. Und wenn sich hier dann in diesem Bereich Umkehrkerzen befinden, dann hat man ein Signal. Ob das Signal jetzt was kann oder nicht, ist jetzt dahingestellt. Das kann man sich dann backtesten. Man kann jetzt natürlich dann noch verschiedene andere Conditions hier hinzufügen, indem man zum Beispiel sagt, der ADX muss größer sein als irgendetwas, der RSI muss über 50 sein, das können wir jetzt auch hinzufügen auch. Das heißt, wir können das jetzt auch noch so weit eingrenzen, einschränken, damit wir auch sehen, dass der Markt, eines haben wir noch vergessen, genau, dass der Markt fallen muss, da kommen auch noch dazu. Aber sagen wir mal, dass der RSI unter, was würde da Sinn machen? Nehmen wir mal irgendein anderes Signal hinzu. Und damit kann man ja spielen dann, was dann wirklich Sinn macht. Und man kann jetzt hier natürlich einen RSI auch mit einbinden. Ich ziehe den RSI jetzt runter. Und wo man jetzt hier eingeben kann, wo der RSI größer50 ist zum Beispiel. Oder sagen wir größer 40, wie auch immer. Das heißt, man ist eigentlich im RSI-Bereich, im positiven Bereich. Wenn wir uns den RSI dazu, damit wir auch sehen, was der auch macht. RSI, wo macht das Sinn? Das soll sich natürlich immer anschauen. So.
Würden wir jetzt beim RSI auf 50 gehen, würde man diese beiden Signale nicht mehr bekommen. Hier sind wir über 40. Gehen wir jetzt beim RSI auf Strategien, Condition Escort. Ändern wir hier auf 50. Daten neu laden. Und wie man sieht, jetzt sind die auch verschwunden. Das heißt, man kann sich natürlich die Signale immer mehr und mehr hier auch zusammenziehen. Hier sieht man Signale, die auch wieder um den Pivot Point passiert sind, wo genau alle diese Kriterien hier zutreffen. Okay. So sieht man, wie man sich hier annähern kann an eigene Signale. Ich habe heute mal bewusst diese Pivot Points auch gewählt, weil die ja natürlich immer wieder auch verwendet werden von Tradern. Wollte Ihnen ganz einfach mal zeigen, wie man Pivot Points im Condition Escort, wie man es umsetzen kann, wie man damit arbeiten kann, was man damit machen kann mit Abständen, ADR-Abständen und so weiter, wie man grundsätzlich im Condition Escort mit Klammerungen arbeiten kann, mit und oder arbeiten kann. Das heißt, Sie sehen eigentlich, wenn man hier die Operatoren kennt, sind es jetzt relationale Operatoren oder logische Operatoren. Relationale sind größer, kleiner, gleich, beziehungsweise logische Operatoren und oder, x oder. So hat man im Agena Trader wirklich die Möglichkeit, sich seine Signale selber zu programmieren, ohne einen Code zu programmieren zu müssen. Eine Zeile, viele Leute können nicht programmieren. Ganz klar, eine Programmiersprache zu lernen ist eine sehr herausfordernde Sache. Extrem schwierig, aber hier, und zwar das war eigentlich das Ziel des heutigen Webinars, dass Sie einfach sehen, wie komplex kann man eigentlich im Agena Trader wirklich programmieren, wenn man eine Idee hat, aber eigentlich nicht eine Programmiersprache beherrscht, um sich seine Signale selbst zu bauen. Ja, das war Programmierbuch im Print erhältlich. Sehr, sehr schwer, weil ich sage mal, hier gibt es dadurch, dass es nicht wirklich eine Programmiersyntax gibt, ist es ganz einfach hier sehr schwer, etwas ein Programmierbuch herauszugeben. Man muss eigentlich die Indikatoren kennen, was sie können, was sie machen. Man muss die Klammerungen verstehen. Und oder, x oder, größer, kleiner, und grundsätzlich war es dann das schon. Und natürlich, ja, die Conditions und so weiter. Das heißt, ich würde ganz einfach sagen, dieses Webinar nochmal im Detail anschauen, einfach selbst damit herumspielen, und dann versteht man relativ schnell, wie man hier mit den verschiedenen Komponenten, Kriterien arbeiten kann. Wenn Sie eine Idee haben, die Sie gerne umgesetzt haben möchten, dann kann ich Sie wieder, wie gesagt, eingangs schon erwähnt, schreiben Sie ganz einfach CapTrader an oder schreiben Sie uns an und schicken Sie uns eine Programmieridee. Wir werden uns eine davon dann im nächsten Fragen-Antworten-Webinar rausfischen und werden die dann gemeinsam programmieren. Es geht hauptsächlich darum, dass Sie verstehen, mit diesem Tool hier umzugehen, weil das ist eigentlich eine extreme Hilfe, um die hunderten Instrumente, die Sie im Agena Trader scannen können, sich relativ flink Ihre Signale zusammensuchen können und hier darüber dann auch Ihre Strategien dann eingeben können. Ja, vielen Dank, Herr Jakob. Ja, gut. Also da werden wir in Zukunft weitermachen mit diesem Thema. Einfach die User darauf
zu sensibilisieren, die Signale selbst umzusetzen. Wie macht man es? Wie geht man am besten vor, um hier wirklich komplexe Signale auch umzusetzen? Das der Condition Escort ist sehr, sehr flexibel, da kann man wirklich sehr viel damit programmieren. Und das wollen wir eigentlich in Zukunft an Schulen besser rüberbringen, damit sie ihre Vorteile haben im Handeln. Fein. Dann wäre ich am Ende meines Webinars. Wollte noch kurz fragen, ob Robin noch hier ist. Ja, Gilbert, ich habe mich jetzt gerade in den letzten Minuten nochmal zugeschaltet. Dank dir für das spannende Webinar. Ich glaube, es ist sehr gut angekommen, können wir auch in den Kommentaren sehen. Und ja, ich freue mich dann auch gerne im CapTrader-Posteingang info@captrader.com oder eben zu dir, Gilbert, über dann neue Anregungen und dass wir dann in Zukunft hier monatlich uns dann einmal hier eine Strategie beziehungsweise ein Signal hier dann gemeinsam mit dir erarbeiten werden. Finde ich sehr spannend, freue mich, wenn wir darauf aufbauen können und ich danke dir herzlich für das heutige Webinar. Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung für das heutige Webinar. Möchte mich bei allen Zuschauern, Zuhörern bedanken für die Aufmerksamkeit, für das Durchhaltevermögen. Wie man sieht, ist es gut angekommen. Ja, macht Sinn, dass wir hier weitermachen. Vielen Dank und Ja. allen einen schönen Abend. Danke. Auch so, einen schönen Abend. Einen Abend. Wiederhören, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.